Hallo Leute, wir werden heute den ganzen Tag gut zu tun haben in Baustadt. Alle bereit? Ed der Bagger, Charlie der Kran, Billy die Planierraupe. Heute werden wir ein Haus bauen. Alles klar, dann fangen wir mal an. Als erstes schauen wir mal, ob alles da ist, was wir brauchen. Sieht so aus, als wäre das Fundament schon fertig. Aber welche Formen brauchen wir, um die Wände zu bauen? Schauen wir mal, was wir da haben. Ein Kreis? Nein. Eine Pyramide? Nein. Ein Viereck? Perfekt. Bringen wir sie mal zur Baustelle. Dann fangen wir an. Sieht so aus, als wäre der Job einfacher, wenn man Hilfe hat. Vorsichtig, Billy. Das Eckteil ist ziemlich groß. Es könnte umkippen. Da hast du ganz toll geholfen, Ed. Hey, schaut! Hier kommt Charlie und er hat noch mehr Formen dabei. Wofür diese Teile wohl gebraucht werden? Ich weiß, was Ed und Charlie machen. Ein Fenster. Es sieht langsam aus wie ein Haus. Aber irgendetwas fehlt noch. Richtig, Billy? Ja, wir brauchen ein Garagentor. Gehen wir eins suchen. Welches sollen wir nehmen? Das rote? Nein. Das grüne? Nein. Das blaue? Perfekt. Charlie leistet hervorragende Arbeit mit der vorderen Wand. Aber da fehlt noch etwas. Fenster. Billy hat die perfekten Fenster gefunden. Und schau, sie haben die gleiche Farbe wie das Garagentor. Beide sind blau. Jetzt wird es Zeit für ein Dach. Oh oh, sieht so aus, als würde etwas fehlen. Wir brauchen mehr Fenster. Aber diesmal brauchen wir eine andere Form. Das Quadrat? Nein. Das Viereck? Nein. Wie wäre es mit einem Kreis? Perfekt. Charlie und Ed sind fast fertig. Großartige Arbeit, Jungs. Alles fertig. Was für ein schönes Haus. Was ist los, Ed? Ja, viele Formen sind ähnlich. Die vorderen Fenster. Die Wände. Und die Dachplatten sind alles Rechtecke. Du hast recht, Billy. Das Garagentor ist ein Quadrat. Und auch die Eckteile. Und du hast recht, Charlie. Das obere Fenster ist ein Kreis.
Gut gemacht, Leute. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hallo Dino. Hallo Mark. Wie geht es euch? Aha. Dino, magst du mit uns die Farben lernen? Ah. Super. Dann hüpf auf den Zug und los geht's. Hier ist der erste Halt. Welche Farbe hat das Gebäude? Aha. Rot. Bravo, Dino, das Gebäude ist rot. Aha. Sollen wir weitermachen? Ah. Auf geht's. Hier ist der zweite Halt. Und Dino, welche Farbe hat das Lagerhaus? Aha. Es ist grün. Gut gemacht, Dino. Uhu. Na dann, weiter geht's. Schau, Dino, hier ist ein Tunnel. Welche Farbe hat er, Dino? Ah. Du hast recht, der Tunnel ist gelb, genau wie du. Ah. Auf geht's zur Brücke. Jetzt sind wir auf der Brücke. Und Dino, welche Farbe hat sie? Aha. Richtig, sie ist orange. Ah. Weiter geht's zur nächsten Station. Hier ist der zweite Tunnel. Welche Farbe hat er? Aha. Rosa, du hast schon wieder recht. Aha. Und weiter geht's. Dino, schau mal. Welche Farbe hat der Kran? Ah. Du hast recht, er ist lila. Also, Mark braucht jetzt eine kleine Pause. Nächster Halt, Endstation. Ach, Dino, welche Farbe hat denn die Station? Aha. Ja, richtig, sie ist blau. Bravo, gut gemacht, Dino. Heute hast du eine Menge Farben gelernt. Sollen wir alle noch einmal wiederholen? Das erste Gebäude ist rot. Das Lagerhaus ist grün.
Der Tunnel ist gelb. Die Brücke ist orange. Der zweite Tunnel ist rosa. Und der Kran ist lila. Und zum Schluss, die letzte Station ist blau. Bravo! Bis zum nächsten Mal, Freunde! Abonniere!